Gibt es irgendwas im deutschen Kino, das ein schlechteres Image hat als deutsche Komödien? Viel fällt mir tatsächlich nicht ein. Zu viel Schweiger im Kopf, bei uns allen, glaube ich. Davon müssen wir uns definitiv jetzt lösen in diesem Fall. Und vielleicht dürfen Filme auch nicht immer so abschreckende Namen haben. Wie zum Beispiel JGA, Jasmin, Gina, Anna. Ab dem 24. März bei uns im Kino, aber wirklich wert, beachtet und betrachtet zu werden. Wow. Warum? Jetzt hier in der Filmfabrik. Hallo! Zugegeben, ich bin auch mit einer Mütze voll Vorurteile rein ins Kino, Junggesellinnenabschied, dann schon so ein kleiner Wortwitz im Titel, oha, oha. Aber da sieht man mal, was ich für ein dummes, eingebildetes Sackgesicht bin. Meine Vorurteile kann ich mir nämlich sonst wohin klemmen. Ich war wirklich überrascht und gut unterhalten. JGA macht eigentlich nichts anders als die vielen unsäglichen Filme über Junggesellinnen und Junggesellenabschiede zuvor, aber vieles einfach besser. Und das liegt daran, wie die Figuren konzipiert und angelegt sind. Das liegt daran, wie die Figuren dann gespielt werden. Das liegt daran, wie diese typischen unangenehmen Situationen inszeniert werden. Und schon kann das eine wirklich gelungene Kiste werden. Und selbst der abschreckend früh im Film erscheinende aufblasbare Riesenpimmel ist fast vergessen. Aber kurz erstmal von vorne. Wir gucken rein. Auf Helena! Auf die Geisterfrau! Ich wollte es euch eigentlich nächste Woche sagen, aber... Jasmin, Gina und Anna planen für einen JGA für ihre beste Freundin. Erst Party in peinlichen Kostümen, dann eine Limofahrt mit allem Zip und Zap, dann ab nach Ibiza, Party on, Tag drauf wieder zurück, alle happy. Problem 1. Die angehende Braut weiß davon natürlich nichts und muss zurückziehen, weil sie schwanger. Problem 2. Es ist schon alles gebucht. Lösung 2. Jasmin, Gina und Anna fliegen trotzdem. Problem 3. Auf Ibiza läuft gerade Jasmins Ex rum, den sie lange noch nicht vergessen hat. Hi, ich bin Tim. Wow, lange nicht gesehen. Problem 4. Der ist auf Ibiza, weil er seinen Junggesellinnenabschied feiert. Das ist natürlich ein gigantischer Horror für Jasmin. Sieht so aus, als würde ich heiraten. Er sieht nur so aus, oder heiratest du? Die Probleme 5 bis 87 zähle ich jetzt einfach nicht mehr auf, aber sie werden kommen. Das glaubt mir mal, vor allem nach diesem Plot. Und was macht die hier? Stalkt die dich wieder? Wir wollten ihr heiraten. Das hier wird jetzt dein Junggesellenabschied und wir machen uns den schönsten Tag unseres Lebens. Und das ist eben, was ich meine. Ne? Das ist quasi die Ursuppe an Junggesellenabschieds-Comedy. Und trotzdem funktioniert das hier wirklich ganz oft gut. Es hat so viele krasse Fremdscham-Momente. Und das ist nun wirklich was, das ich überhaupt nicht kann. Bei mir setzt sofort so ein Fluchtreflex ein. Ich habe noch nie eine komplette Folge Jerks am Stück auf dem Sofa gesehen. Ich kann es einfach nicht. Ich schäme mich so sehr, dass ich sofort die Situation verlassen muss und aus dem Raum laufe. Und solche Momente kreiert JGA eben auch. Zuhauf, aber aus dem Kino flüchten, das ist dann doch noch peinlicher als dieser Leinwandmoment, den zu ertragen. Also habe ich sie alle ertragen. Den schlimmsten, den spoilere ich euch jetzt schon mal mit nur einem einzigen Wort. Stripper. Das war wirklich so schlimm anzugucken, so unerträglich lang als Szene, aber eben auch wirklich so, so gut. Und dieser Trip wird also wirklich zu einem großen Fettnapf-Festival. Grandios gespielt von Luisa Heyer, von Taneshia Abt und von Teresa Rizos. Die sind wirklich das Herzstück dieses Films, nicht nur weil sie die Hauptfiguren sind, sondern weil sie eben auch eine, naja, etwas schablonhafte Story haben, daraus aber was Sehenswertes machen. Die haben eine gute Chemie, die haben ein tolles Timing, Situationskomik, aber eben auch so ein paar ernste Seiten, die der Film eben durchaus auch hat. Und natürlich nimmt die Story auch irgendwann so eine leichte Kurve Richtung wahre Liebe und der Frage und der Suche danach. Natürlich kommt es auch zu Verwerfungen unter den Charakteren, die da nach und nach noch aufkreuzen. Also schon so ein bisschen diesen ganzen Käse, den man in solchen Filmen ja ganz oft dann als Moral ungefragt, aber frei Haus einfach mitbekommt. Aber auch dieser Double Cheese hier anders und besser. Das ist Tim. Es gibt eine neue Situation. Ich weiß doch bloß Schiss, dass du die Letzte bist, die Single bleibt. Du denkst, du willst einen Partner, aber in Wirklichkeit hast du einfach nur Angst davor, was die anderen über dich sagen, wenn du mit 40 immer noch Single bist. Ist dieser Film der Film des Jahres? Nein. Findet dieser Film jetzt jeder und jede lustig? Nein.
Habe ich nie gesagt. Es wird auch nie so sein. Es ist aber einfach mal eine gelungene Story rund um drei junge Frauen, denen peinlichen JGA-Sachen passieren, die sich um deren Probleme mit Anfang und Mitte 30 kümmern. Und das ist eben auch gut, dass es so einen Film auch mal gibt. Den gibt es nämlich tatsächlich im deutschen Kino, wie ich finde, viel zu selten, zumindest im Mainstream-Kino. Das ist eben auch die große Stärke. Bei allem Quatsch und Ernst ist es ein Feel-Good-Film. Schmeiß die Vorurteile weg, am besten sowieso mal alle im Leben, einmal frisch ran an diesen Film und hoffentlich, wie ich, staunen, was der so kann. Einfach gut unterhalten lassen, mir hat das sehr gut getan. Die Angst, was zu verpassen, verpassen manche Menschen ihr ganzes Leben. Allgemeines JGA-Gesetz. Bei Männern sind keine Frauen erlaubt, außer Stripper. JGA. Jasmin, Gina, Anna. Ab dem 24. März bei uns im Kino. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Macht es gut. Peace.